Was kann denn das sein? Ich gehe mal nachschauen. Schau mal, was ich vor der Tür gefunden habe. Ein Packerl. Und wisst ihr, von wem es ist? Der Absender ist dein Wichtel. Wer das wohl ist? Ich bin echt schon neugierig. Geheimstraße 999. Wo das wohl ist? 0815 im Wald. Wisst ihr was? Ich schau einfach mal rein, was drin ist. Ich bin schon so neugierig. Eine Schere brauchen wir da, weil das ist sehr gut zugemacht. Du bist auch schon gespannt, Hans Botti. Ich hoffe, ich zerstöre da jetzt nichts mit der Schere. Auf. Die zweite Seite müssen wir auch noch aufschneiden, Spotty, das wird langsam. Das ist gut zugemacht, gell? Aber ich verrate was, Hundefutter wird nicht drinnen sein. Aber jetzt. Jetzt. Schau mal, was sich da drinnen befindet. Aha. Ich sehe noch nicht viel. Ein kleiner Brief ist da drinnen. Lesen wir mal, was da drinnen steht. Hm? Liebe Marie, hier ist nun dein Wichtelpaket. Jedes der kleinen Geschenke hat eine Nummer mit einem Hinweis zu mir. Um es spannend zu machen, halt doch bitte die Reihenfolge ein. Ich wünsche dir viel Freude damit. Alles Gute für das kommende Jahr im Allgemeinen und im neuen Zuhause im Besonderen. Dein Wichtel. Oh, danke schön. Ja, na dann schauen wir mal, wo wir die Nummer 1 finden. Ich habe eine 1 gefunden. Die goldene 1. Paprikapulver Sortenreihen von einer türkischen Gewürzpaprika. Hinweis 1. In Österreich habe ich unter den YouTubern einen Namensvetter. Paprikapulver, das kann man immer brauchen in der Küche. Ein Namensvetter in Österreich, na, da fällt mir schon jemand ein. Nummer 2. Ha, das ist praktisch. Gartenhandschuhe. Die brauchen wir immer, gell? Weil ich kenne jemanden, der sie gerne frisst. Hinweis Nummer 2. Obwohl es mein... Ey!
Obwohl es meinen Kanal schon etwas länger gibt, bin ich gartentechnisch erst seit diesem Jahr unterwegs. Interessanter Hinweis, hm? Und du lässt meine Handschuhe in Frieden. Schauen wir mal, ob wir die Nummer 3 finden. Ah, das ist Gott sei Dank so eingepackt, dass auch ich die Nummer 3 gleich finde. Ja, Nummer 3. Hinweis 3. Hier bekommst du einen Hinweis auf meine Heimat. Also jetzt müssen wir schauen, wo die Heimat ist. Schau mal da hinein. Na, das ist nichts für dich. Ganz sicher nicht. Hinweis um die Heimat. Kein Hundefutter, Freund. Ah, friesische Teespezialitäten. Schwarztee. Das ist dann für die kalten Winterabende gut. Für die Beschwipsten vielleicht auch. So. So, welche Nummer brauchen wir jetzt? 4, oder? Ja. Jetzt noch nicht drauf gekommen bist, was ich nicht glaube, viel Freude mit den Geschenken wünscht. Habt ihr es erraten, meine Lieben? Dann schreibt doch einfach in die Kommentare, was ihr meint. Wer ist mein Wichtel? Ich habe ja schon eine Idee, wer es sein könnte. Jetzt müssen wir noch in das Packerl schauen. Das sind ja tolle Geschenke, ha? Das ist die Schatzkiste. Guck mal. Aber die Kiste geht nicht raus, kleine Lasse. Wir müssen das anders aufmachen. So. So geht's auf. Oh! MacMaries Gartenschätze. Schaut euch das mal an. Sind da schon Schätze drin? Kann ich die vergraben? Das ist kein Hundefutter, du brauchst nicht schlecken. Das ist super, das ist eine Kiste für mein Saatgut. Kidneybohne, schwarze Auskernbohne, Auskernbohne, Spatzeneier, und Stangenbohne Kipfler. Na, nächstes Jahr wird es bei mir auf jeden Fall viele Bohnen geben. Dankeschön, lieber Wichtel. Das ist ja wirklich eine Schatzkiste. Danke, lieber Wichtel. Da hast du mir wirklich eine große, große Freude gemacht. Gartenhandschuhe sind ja ganz, ganz wichtig. Und mein kleiner neuer Freund da, der hat sie zum Fressen gern. Ich habe schon 3 Paar neu kaufen müssen. Hast du das gerochen, lieber Wichtel? Und da wird es in den nächsten Tagen sicherlich bald einen guten Tee bei uns zu Hause geben. Und Paprika kann man immer brauchen, besonders fürs Gulasch. Also danke, 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 lieber Wichtel. Das waren wirklich, wirklich tolle und nützliche Geschenke von dir. Und morgen, meine Lieben, morgen könnt ihr dann bei Viola zuschauen. Vielleicht hat auch sie ein Paket von einem Wichtel bekommen. Und wer weiß, was da drinnen ist. Und zum Schluss noch ein Tipp. Vergesst nicht, in jedem Video ist doch ein Buchstabe versteckt und ihr könnt bei einem tollen Gewinnspiel mitmachen. Also, Augen auf bei den Videos. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Winterzeit. Bis bald!